Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge ist einiges passiert. Wir hatten noch Besuch von Manuels Eltern und Ringo, dem Hund. Manuel hatte gemeint, so zur Kaffeezeit, er macht mal Crêpe Suzette und hat sich in Flammen gesteckt. Also er hat sich selbst angezündet beim Flabieren der Crêpes. Ist Gott sei Dank die Feuerwehr direkt gekommen und hat ihn gelöscht. Regina hat es irgendwie gar nicht beachtet. Die war auf Toilette irgendwie zugange, keine Ahnung. Ja, also das hätte schief gehen können. Wir hätten ihn fast verloren. Ja, dann waren beide jetzt arbeiten gewesen. Und es ist Abend und Manuel ist krank. Er hat jetzt die Grippe. Hat aber eben gerade sich einen leckeren Saft gemacht, den er trinken wollte. Und jetzt gucken wir mal, ob er noch ein bisschen die Fähigkeiten von Logik bekommt, die er ja noch braucht. Und deswegen sitzen die beiden jetzt da und spielen Schach. Also, ja. Da ist so einiges los hier, ne? Ich weiß nur nicht, der Wunsch wurde nicht gezählt. Er hat Saft getrunken, wurde nicht gezählt. Er hat mit Verwandten eben telefoniert, also mit seinem Vater. Wurde auch irgendwie nicht registriert. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt mal den Wunsch rausgenommen. Und lass das einfach mal gucken, ne? Also, nee, halt falsch, macht weiter. So, Regina hat den Logik. Das ist schon mal schön. Dann spielt noch mal ein bisschen, vielleicht kriegt Manuel auch noch ein bisschen Punkt. Ansonsten packen wir die zwei wieder nach drin, weil es ist Winter und kalt. Ich meine, die sitzen zwar da in Outdoor-Kleidung, aber... Ja. So gut, ich denke, das muss gehen. Immerhin wieder ein bisschen gestimmt. So, dann würde ich vorschlagen, du gehst mal entspannen und Regina, der geht's auch sehr gut, die geht auch entspannen. Ja, dann machen wir das, was Regina sich meistens wünscht. Sie hat den Wunsch nämlich noch mit dem Techtelmechtel. Und da gucken wir mal, ne? Dass wir mal wieder einen Wunsch erfüllen hier. Ja, oh. Dann steckt sie sich aber auch direkt an. Naja, gut, das werden wir wahrscheinlich hier eh nicht verhindern können. Das ist meist so. Was ist los? Komm, geh ins Bett. Husch, husch. Ab mit dir in die Haya. Du brauchst eh viel Schlaf. Oh Gott, jetzt muss er wieder auf Toilette. Na gut, dann gehst du nach dem Techtelmechteln halt mal auf Toilette und dann schlafen. Das kriegen wir schon hin. Das ist kein. So, und da sie diejenige ist, die möchte. Das mal von ihrer Seite aus. Komm her, du. Irgendwer war schon wieder am PC und hat den PC angelassen. Ich sehe das. Ja. Ne? Ja, du darfst jetzt nicht einschlafen, sonst bist du wieder mitten in der Nacht wach. Geh lieber noch mal schnell auf Toilette, Junge. Lass dein Frauchen schlafen und du gehst... Ja, du hättest schlafen können. Ach nee, jetzt... Oder wie? Oh, ich das weggeklickt habe. Okay, leg dich wieder schlafen. Oh Gott, wie er hustet. Guckt euch das an. So habe ich letztens auch ausgesehen. Halbe Erstickungsanfälle. Oh ja, klopft ihm mal eine auf den Rücken. Klopf, klopf. Komm, geh auf Topf. Du musst ja mal dringend. Und wenn er bis morgens nicht wieder gesund ist, dann werden wir ihn krank melden, fällt mir gerade ein. Wir können ja auf der Arbeit anrufen und sagen, er ist krank. Er ist ja wirklich krank. Also ist ja jetzt nicht nur blau machen, sondern er ist ja wirklich krank. Also das hat ja dann keinen Sinn, auch als, wie heißt das, was er gerade ist, Echtzeitstratege da arbeiten zu gehen. Ey, du warst doch gerade auf Toilette und schon wieder halb voll. Das gibt's doch gar nicht. Aber kannst du kein Pipi machen, hast du eine Blasenentzündung? Ach Gott, du Ärmster. Na gut, dann versuch trotzdem erstmal zu schlafen.
Heilige Bimbam. Ja, also denen ihre Krankheiten sind natürlich schon irgendwie witzig. Husten und Schnupfen und so, das würde ich ja noch verstehen. Man hört sie auch husten. Aber dass das bei denen immer auf die Blase schlägt und sie dann immer dauernd aufs Klo müssen, wie schwangere Leute. Naja, gut, okay, ja, irgendwie mussten sie es wahrscheinlich noch verdeutlichen, dass die Sims krank sind. Ach ja, finde ich aber cool, dass so Sachen auch gemacht wurden. Also, ich bin ja so begeistert von meinen lieben Sims 2. Komm schon, sie. Ich finde das einfach eine super geniale Idee und super Spiel. Also, das Beste von allen bis jetzt, was ich je entdeckt habe. Ja, ich glaube, du wachst eh gleich auf, weil du auf Toilette musst. Oder du machst ins Bett, also irgend sowas. Oh. Regina wird wach. Stimmt, sie muss ja arbeiten, sie ist nicht krank. Dann gehst du mal bitte hier säubern, benutzen und duschen. Zu essen kriegst du auch auf der Arbeit. Wir gucken lieber hier, dass er schnellstens auf Toilette kommt. Komm. Du kannst später nochmal schlafen. Wir melden dich krank. Das hat ja so keinen Sinn. Geh, steh mal auf. Du machst das wirklich gleich ins Bett. Ach, Manuel. Ja, seht ihr. Notstand. Erstmal Pipi machen. Hoffentlich macht er diesmal auch komplett und nicht wieder wie vorhin, dass es direkt wieder halb voll ist. Ja, sieht schon besser aus. Okay, und mit der Hygiene, na gut, da warten wir noch. Du darfst dir die Hände waschen. Und dann tust du erstmal was frühstücken, würde ich sagen. Was könnte er denn? Müsli ist, denke ich, immer gut. Müsli, wenn man krank ist, so mit Früchten drinne, macht dir mal ein schönes vitaminhaltiges Müsli. Und ja, und sie muss schon wieder los. Und tschüss, Regina. Und bloß kein Abschiedsküsschen, sonst steckst du dich noch an. Und da schneit es wieder. Hallo. Hehe. Bye, bye. Sehe, sie braucht ja noch den Charisma-Punkt. Stimmt, der fehlt jetzt hier noch. Naja. Gut. Und du musst das haben, ne? Wie sieht es denn jetzt mit den Wünschen? Er hat immer noch den gleichen Wunsch. Also vielleicht zählt Saft trinken nur als Saft trinken, wenn man auch die Saftpresse befüllt. Das kann natürlich sein. Oh, ich bin so blöd. Regina wollte doch Geschenk geben. Sie hätte ihm ja mal ein paar Früchte abgeben können aus dem Inventar. Ich bin dämlich. Entschuldigung. Ich bin ja so bescheuert. Naja, manchmal ist was halt so, ne? Das ist ja nichts Neues für euch. Jam, 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 jam. Genau. Mach du mal. Ham, ham. Gut. Dann bitte aufräumen das Ganze. Und weil du ja so krank bist, oh Gott, und er muss schon wieder auf Toilette. Gehst du direkt mal säubern, benutzen. Er muss um 9 Uhr eigentlich auf Arbeit. Arbeit, das machen wir nicht. Nee, warte. Du rufst auf der Arbeit an und meldest dich jetzt erstmal krank. Das hat so keinen Sinn. Das hat so wirklich keinen Sinn. Krank melden. Nun, du hörst dich gar nicht krank an. Willst du wirklich krank feiern? Ja, wir sind krank. Ach nö, da kam jetzt nicht die Meldung von wegen, ja stimmt, du klingst sehr krank und sowas. Hey. Naja. Aber es hätte ja wirklich keinen Sinn gehabt. So, dann gehst du das Ding säubern und dann nimmst du dir noch ein schönes Bad. Bad. Und dann gucken wir mal, je nachdem wie fit er da noch ist, entweder machen wir uns einfach einen ruhigen hier oder er kann noch ein bisschen schlafen. Mal schauen. Was hast du eigentlich so gemacht? Muss ja eigentlich mal gucken. Da pausiert es. Okay. Oh, wir haben noch ein Teenie-Magazin im Inventar. Und Kuchen auch noch. Ach Gott, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Und 74 Tomaten. Was ist das? Ein Stiefel. Das könnte man ja eigentlich auch mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht.
Da steht ja drin, wenn die Leute sich einen Stiefel pürieren, in dieser Saftpresse, machen sie lustige Sachen. Ich weiß nicht, soll ich das mal ausprobieren? Eigentlich, wenn er krank ist. Dieses Mal aber lieber, wenn er gesund ist. Wer weiß, was er da macht. Ja, jetzt sitzt er im Schnee. So. Ja, und Freunde bräuchte er. Und Energie geht schon wieder runter. Guck da. Ja. So, Freunde. Dann telefonier doch mal mit wem. Erstmal wird wieder der Schnee bewundert. Ja, und da steht... Warte, wer steht da? Halt, stopp. Bevor du jetzt irgendwen anrufst, da steht einer vor der Tür. Wer steht da? Ah! Elise Müller ist da. Begrüß sie doch. Ist doch besser als... ja, nee, das hat sich jetzt erledigt. Und wie er rennt. Wie er rennt, typisch. Guckt euch das an. Ei, mein Schatzi. Oh, wie schön. Ja. Du, ich bin ein bisschen krank, aber ich kann dir trotzdem einen Witz erzählen. Und ich kann auch mal kurz mit dir reden. Und ich weiß nicht, spielen im Schnee? Ja, so eine Runde Hände klatschen geht vielleicht noch. Obwohl, nee, die Hände, nicht so gut. Dann vielleicht lieber noch mal ein bisschen, ja, mal sehen. Gucken wir mal. Am besten gehst du dann rein, setz dich vor den Fernseher. Das ist besser. Da stehst du nicht im Kalten rum und also kriegst noch ein bisschen Komfort und sowas. Das ist, denke ich, sinnvoller. Ah, er ist wieder gesund. Ei, fein. Ja, Frischluft tut auch gut, ne? Das ist schön. Jetzt ist er wieder gesund. Ah, oh, komm, wir machen eine Schneeballschlacht. Warte mal, spielen Schneeballschlacht. Mit das hast du. Warte. Keschma war aber so denn? Hey, Biland. Ja. Hey, wenn die Mama schon vorbeikommt, ne? Das muss genutzt werden. Er wollte ja die Schneeballschlacht machen. Hey, au. Jetzt beschleuder ihn nicht so mit den Schneebällen. Er ist noch leicht geschwächt. Guck mal, er kann sich gar nicht wehren. Ja, okay, gut, das reicht. Es wird kalt, gell? Ja, komm. Mal hier wertschätzen, pflegen. Pfleg sie mal, mach mal die Schneematsche da weg. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen vor den Fernseher hocken oder so. Ach nee, ehrlich. Jetzt ist er wieder gesund. War doch gut, dass wir ihn mal daheim gelassen haben. Er hätte zwar gerade erstmal anderthalb Stunden gearbeitet, aber wer weiß, man kennt das. Auf Arbeit sitzen sie dann alle rum, husten, schnupfen und so weiter, ne, weil sich keiner traut, krank zu machen. Und ja, dann ist das Problem, es wird nicht besser, ne? Man gibt es nur immer weiter von einem zum anderen und keiner ist so richtig fit dann. Und die Arbeitsleistung ist dann auch nicht so. Halt, halt, halt. Nee, 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 Elise, komm, du machst hier bitte mit. Auch wenn dieser Flipper allerliebst ist. So, du setzt dich dahin, genau. So ist das. Schneegestöber. Halt. So. Ha. Was sieht der denn für Klimassen? Manuel, was machst du da? Kieferverrenkungen oder was? Oh yeah. Benutzen und die Hände waschen. Elise guckt auch etwas merkwürdig. Jetzt rutscht sie nach da. Okay. Was machst du sonst noch so? Irgendwie die gute Augen. Zwinkerst du? Ach ja, sie blinzelt. Von Weitem sah das irgendwie komisch aus. Ich guck dir die Augen, Kleines. Oh. Jetzt hat er wieder das Ding geschrottet. Was macht sie denn jetzt, die liebe Elise? Ah, sie benutzt die Toilette. Ja gut, da reinige das mal schnell. Das muss ja jetzt nicht sein.
Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt mit Manuel? Legen wir ihn noch mal ein bisschen hin, Mittagsschläfchen machen? Ja, ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Also tust du dich verabschieden dann. Und dann legen wir dich noch mal eine Runde schlafen. So, tschüss. War nett, dass du vorbeigekommen bist. Aber der gute Mann muss seinen Schlaf nachholen. So, und dann gucken wir mal. Regina müsste ja jetzt auch gleich wieder nach Hause kommen. Oh wei. Ah, da ist sie ja. Genau. Juhu, und jetzt will sie auch gucken, dass es schneit. Ja, das seht ihr doch, oder? Seht ihr das nicht? Ich meine, einmal gucken reicht doch. So, guck, dass es schneit. Dann tust du bitte alle Rechnungen bezahlen. Warum das... ja, egal. Und, was haben wir? 14 Uhr irgendwas. Sie wollte, was wollte sie denn? Unbekannten Sim treffen, Techtelmechtel. Ah, sie will eine Schneeballschlacht machen. Okay. So, wie sieht's denn bei ihm aus? Ne, der kann noch ein bisschen schlafen. Das ist noch nicht so. Ah, und Regina braucht ja noch den Charisma-Punkt. Okay, dann geh du doch mal reden. Ja, weil wir wollen ja, dass ihr fortschreitet hier mit euren Karrieren, ne? Schön viel Geld einnehmen. Ah ja, das ist schon mal ganz gut gewachsen, der Balken. Bleiben Sie da. Ja, ja, so ist das, genau. Dein Mannequin hat das Ding geschrottet und hat zwar wieder gereinigt, aber hat es nicht sauber gemacht. Das sieht man mal, ne? So, du stehst auch bitte wieder auf. Vani pangi pang. Uno, my Tino. Ah, Manise. Ein neues Auto wahrscheinlich. Ah, gut. Moment. Was ist das? Ja, ein Auto von mindestens 6200 und Footback spielen. Okay, gut. Ja, dann könntest du doch mal hier dieses Buch endlich mal weglegen, ha? Achso, nee, halte mal. Bevor du das tust, machst du bitte hier endlich mal den Apparat aus. Geht aber gar nicht. So. Du tust bitte aufwischen. Zack. Sehr schön. Und dann sammeln wir mal wieder ein bisschen Geld ein. Ja, hallo. Ich habe es das erste Mal, glaube ich, geschafft, dass nur einer krank war und den anderen nicht angesteckt hat. Finde ich cool. Nee. Vergiss es. Setz dich mal dahin. Oder... komm, geh ans Telefon. Mal gucken, wer da wieder anruft. Hi, Manuel. Kann ich Regina sprechen? Ja, kannst du. Hey, Baba Ton Dishi. Wie sieht's denn bei ihr aus? Sie hat noch keinen Hunger. Ach komm. Aber du könntest mal hier säubern, das da. Da ist noch das alte Futter von Ringo drin, als der zu Besuch war. Das kannst du mal wegputzen. Und dann kannst du schon der Reste nehmen. Oder nee. Nee, warte noch mal ein bisschen. Stopp. So, sie hatte doch da diverse Wünsche, die man mal erfüllen kann. Genau, wie zum Beispiel eine Schneeballschlacht zu machen. Wie geht damit? Tu mal wertschätzen. Ja, nee, das ist gut. Dann rede erst mal mit ihm. Und dann frag ihn mal, ob er mit dir eine Schneeballschlacht machen will. Oh Gott, er steht vorm Kühlschrank. Er nimmt sich bestimmt noch was. Oder? Geht's? Manuel. Talin Sase? Talin. Ach, ihr habt gar nicht vorher gesprochen. Was war denn das andere dann eben? Egal. Juhu.
Und wieder Schnippelschlag. Ja! Ja, ihr seid euch gleich, ja? Boing! Oh, wie schön. Ich finde das so toll. Okay. Und Schneeballschlacht ist gut und schön, aber wir wollen doch jetzt mal ganz was anderes machen. Wir machen einen Schneemann. Ein Schneemann. Gut. Hm. Nee, nee, nee. Bleib mal da. Dann geht er doch rein. So. Nee. Die baut gerade einen Schneemann. Wir bauen einen Schneemann. Genau, komm wieder raus. Baji Bobo. Ja, Baji Bobo. Zeig mal. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Ein bisschen festklopfen und streicheln. Ja. Schön machen. Genau so. Und Kopf oben drauf. Jawohl. Und den auch ein bisschen bearbeiten. Also macht Schneemann bauen doch richtig Spaß, oder? Zu zweit, wenn man dran rumknatscht. Mhm. Und kriegt er jetzt noch was angezogen? Ja, schön die Formen glatt streichen. Komm, Regina, zieh mal was an. Der ist noch so, ist hübsch genug jetzt. Und jetzt? Halt. Was machst du denn? Oh, duschen. Nein, ich will was anderes. Du duschst jetzt mal nicht. Ich will gucken, ob die Tomaten wirklich warm machen. Ich glaube, das war doch so. Füll mal rein da. Ich will das jetzt mal testen. Und du machst den bitte mal fertig hier. Reifebau. Fehlt ja nicht mehr viel. Eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann natürlich auch mehr einfüllen, ne? Ist ja klar. Und dann Saft pressen. Tomatensaft. Weil das will ich jetzt wissen. Das funktioniert. Jawohl! Zeigt den Schneemann her. Das ist ein lieber Schneemann, wie man sieht. Guckt, Leute, so sieht ein lieber, braver, schöner Schneemann aus. Mit Möhre, Äuglein und ohne Hörnchen. Ne? Ihr erinnert euch an die Familie Chaos aus der Challenge, die immer nur mit Hörnchen gebaut hat. So, jetzt darfst du dir auch was zu essen nehmen. Zack. Und ich gucke mal, ob das bei Regina funktioniert, was ich da vorhab. Dass der gleich wieder wärmer wird, hoffe ich. Leckerer Tomatensaft. Du kannst mal hier kommen, so ein Hamburger da essen. Ich hoffe, das war ein Hamburger und kein Pfannkuchen. Pfannkuchen. Okay, egal. Stube. Stube. Und schmeckt's? Lecker, lecker Tomatensaft. Und? Jawohl, es ist etwas wärmer geworden. Guckt. Es ist noch nicht ideal, aber es ist wärmer geworden. So, und was will sie jetzt? Entschuldigung, Mist, ich war nicht schnell genug am Mikro. Baden ist in Ordnung, darf sie machen. Das erwärmt sie dann komplett. Und sie braucht eh Komfort, also insofern ist das in Ordnung. Darf sie das tun. Und ja, ich sehe, dass meine Zeit schon wieder um ist. Ja, genau. Und das heißt für mich eigentlich dann, dass ich hier gleich wieder eine Break machen werde. Und dann kann er sich ja mal ein bisschen faul da rumsitzen. Oder lassen wir ihn noch ein bisschen... egal. Ich mache jetzt hier erstmal den Break. Und wir sehen im nächsten Part, wie es weitergeht. So. Gell? Also, bis dahin, macht's gut, tschüss!